Wichtige Nachholpartie für beide, vor gut 1400 Zuschauern am Dallenberg. Können die heimischen Kickers ihren Aufwärtstrend nach dem Trainerwechsel fortsetzen? Zuletzt gab es unter dem Interimsduo Neumann und Ernl ein überzeugendes 4:0 gegen Filzig. Mit einem weiteren Sieg wäre das Spitzenquintett zumindest wieder in Sichtweite. Aber auch die zwar seit 3 Spielen ungeschlagenen, grundsätzlich aber den Erwartungen hinterherhinkenden Club-Youngsters in Rot und Schwarz brauchen dringend die Punkte, um aus den ungewohnten Kellergefilden rauszuklettern. In einer kurzen Abtastphase wird es nach 9 Minuten erstmals gefährlich nach einer Ecke für die Gastgeber. Maximilian Zeiser bringt die weit, dann Gewühl von und mit Moritz Hannemann. Und plötzlich steht Benjamin Girt völlig blank und lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen. 4. Bude der Saison für den Neuzugang vom MSV Duisburg. Topstart für die Würzburger. Das gab den Rothosen mächtig Auftrieb. Girt wird an einem Einwurf nicht wirklich angegriffen. So hält er einfach mal drauf. Durchaus zeigenswerter Versuch des 32-Jährigen. Würzburg hat ja auch weiter alles im Griff. Nürnberg kam nicht in die Zweikämpfe. In der 22. Minute hat beispielsweise Hannemann alle Zeit der Welt zu flanken. Kugel lange unterwegs. Trotzdem kann die Gästedefensive Fabian Wessig nicht am erfolgreichen Kopfball hindern. Die Kickers schienen hier nahtlos an die starke Vorstellung vom Freitag anzuknüpfen. Mit dem 2:0 im Rücken die Hauser noch dominanter, während die Mittelfranken einfach keinen Zugriff bekamen. Bezeichnende Szene, diese missglückte Klärungsaktion von Maxim Gräßler, die fast zum Bumerang geworden wäre. Aber auch die Würzburger können Aussetzer. Kapitän Daniel Hägele mit einem katastrophalen Fehlpass im Aufbau. Michal Szewczyk reagiert blitzschnell. Und sowas ist dann ein gefundenes Fressen für Dustin Forkel, einem von 3 Nürnberger Cracks, die heuer schon Zweitligaluft geschnuppert haben. In 44 Minuten wirklich aus dem absoluten Nichts der Anschluss für die bis dato chancenlosen Gäste. Die Kickers wirkten allerdings nicht geschockt. Fast hätte Wessig mit dem Pausenpfiff die schnelle Antwort gegeben. Kugel saust jedoch knapp drüber. Nach dem Seitenwechsel aber auch die Club-Youngsters nun mittendrin statt nur dabei. Nach 2 Halbchancen zuvor findet in der 51. Minute Raphael Lubachs Flanke den Kopf von Forkel. Doppelpack für den 19-Jährigen. Nürnberg hatte zuletzt eine 2:0-Führung gegen Hankhofen noch hergeschenkt. Hier holen sie gegen in dieser Phase zu passive Würzburger vorerst mal ein 0:2 auf. Die Kickers also mit Problemen packen dann in der 59. Minute aber den ersten sehenswerten Angriff des zweiten Durchgangs aus. Maximilian Fässer mit Speed wackelt Gräßler aus, dann kommt Nick Seidel zu ungestüm dazu. Schiri Christopher Knauer zeigte sofort auf den Punkt. Die Chance also für Hannemann, die Gastgeber wieder in Front zu schießen, doch er setzt das Leder über den Kasten. In der Folge war es dann eine offene Partie, allerdings komplett ohne Strafraum-Highlights. Wie hier bei einer der letzten Szenen aus der 87. Minute blieb es maximal bei Ansätzen. Und so stand am Ende eine Punkteteilung zu Buche, auf die in den ersten 44 Minuten wohl niemand gewettet hätte. Ja, es ist ein extrem bitteres 2:2. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle hatten, dass wir Ball und Gegner laufen gelassen haben, dass wir verdient mit 2:0 in Führung gegangen sind. Und dann haben wir einen bösen Fehler gemacht, der uns dann ein bisschen verunsichert hat. Am Ende, ja, sag ich, musst du dieses Spiel gewinnen, verschießt noch einen Elfmeter. Bitterer Tag, aber wir müssen weiter, Köpfe hoch und weiter geht's. Ja, wir sind wirklich schwer in das Spiel reingekommen. Ja, ist auch nicht immer so einfach, weil wir in dieser Konstellation noch gar nicht gespielt haben. Ja, wir haben auch wieder einige Jungs dazu bekommen, aber dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Ja, haben sich in das Spiel reingekämpft. Ja, das 2:1 war natürlich auch sehr wichtig, kurz vor der Pause. Ja, das hat uns so ein bisschen auch ins Spiel wieder reingebracht. Und nach der Pause, fand ich, sind wir mit viel Power rausgekommen, konnten Druck aufbauen und verdient das 2:2 gemacht. Gefühlter Sieger sicherlich die Club-Youngsters und Man of the Match eindeutig Doppelpacker Fock. Also die erste Szene war sehr glücklich, weil wir da den Ball erobert haben und dann direkt Konter aufs Tor gegangen sind. Natürlich schade wegen den 2 Gegentoren direkt am Anfang. Und das zweite Tor, super rausgespielt, dann Kopfball hat gepasst ins Eck. Nürnberg also zufrieden, es geht rauf von 14 auf 12 in der Tabelle. Bei den Würzburger Kickers ist es dagegen nach 2 Schritten nach vorne gegen Filzing nun wieder einer zurück. Vor allem in psychologischer Hinsicht wartet da wohl noch einiges an Arbeit.